Michaela Schäfers herzförmige Nippel sorgen beim Tal der Skorpione-Dreh für den Aufreger. In dem trashigen Actionstreifen ergattert die Nacktschnecke ihre erste größere Filmrolle und steht neben Allstars wie Martin Semmelrogge, Claude Oliver Rudolph und Mathieu Carrière vor der Kamera. Doch am Set sorgt die 35-Jährige für ganz schön Ärger. Und zwar wegen ihrer Brustwarzen. Die lässt der Reality-Star sich 2016 zu Herzen tätowieren. Bei der Filmpremiere in Berlin verrät die Blondine Promi-Flash jetzt. Ich erinnere mich an eine Nacktszene. Da stand ich dann oben ohne da und auf einmal ruft der Regisseur, oh mein Gott, cut, 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 was hast denn du für Nippel? Und ich habe ja herzförmige Nippel und das gab es in den 80er Jahren natürlich nicht. Und dann musste meine Nippel wieder mit ganz viel Schminke wieder konstruiert werden als runde Nippel. Und das war super, super schwer. Und ja, daran hatte ich natürlich gar nicht gedacht, ne? Im Film kämpfen kriminelle Psychopathen in der Wildnis gegeneinander ums nackte Überleben. Das Spiel um Leben und Tod bietet nicht nur reichlich Action, sondern auch eine Menge schwarzen Humor. Doch trotz der hochkarätigen Starbesetzung fällt der Streifen bei den Kritikern durch und hat sogar Probleme mit der Freigabe. Die Schauspieler spekulieren über die Gründe dafür. Das liegt daran, weil er unverhältnismäßig brutal ist, was man eigentlich nur von amerikanischen Schinken gewohnt ist. Aber ich sag mal ganz ehrlich, der ist nicht schlechter als ein Tarantino-Film. Kritik muss nichts Schlimmes sein. Es ist auch immer manchmal ein Fünkchen Wahrheit dabei. Bloß, das heißt ja nicht, dass der Film grundsätzlich schlecht ist. Ab dem 20. Juni können sich die Zuschauer selbst ein Bild von der Qualität des Streifens machen und sich davon überzeugen, wie gut oder schlecht Michaelas Nippel in einer natürlichen Form aussehen. Right till I can't.